Ich habe dann ja weitergespielt bei Kurt. Er war 4 Jahre da und machte wieder auf Fernsehen und da spielte Dyer im Fernsehen den blonden, lieben Jungen. Und dann hatten Hilpert und Heinz Hilpert, der berühmte Heinz Hilpert, der hatte König Lear inszeniert in der Zwischenzeit am Dings. Und dann kam ich zurück und dann kam Kurt Erhardt und Hilpert kam zu mir und sagte, also sagte Hilbert, sagte, pass auf, wir haben jetzt ein bisschen Attentat mit dir vor, ja. Wir haben jetzt, also du musst jetzt einen Schritt weitermachen, ja, verstehst du? Also einen Schritt. Du spielst jetzt den Edmund den Edmund, ja, den Edmund spielst. Und der Edmund ist im König Lear der böseste von allen. Da sind also umgeben von allen möglichen Bösen, da ist fast keiner gut, ne, außer aber Edmund ist der Allerböseste, ja. Und ich denk, was er, ich sag, ja, sag, also den spielst du jetzt, verstehst du? Also streng dich an, du. Also jetzt geht doch mal so. Und ich am Vortag vor der Premiere, ich habe mit der Maskenbildnerin gesprochen, habe gesagt, wir machen das und so. Dann haben wir mich aber wirklich schwarze Haare, die wir blonden Haare haben wir schwarz gemacht. Dann haben wir mir ein bisschen Nasenkitt und so. Und ich fand mich so böse, wenn ich in den Spiegel guckte. Ich sah so böse aus, ne? Wirklich. Und dann kommt die Szene ran. Ich bin mein erster Auftritt. Und ich stehe da und sage, den beiden Schwestern schwur ich meine Liebe. Und beide hassen sich, wie der gestochen, die Natter. Plötzlich kommt aus der dritten Reihe, mein Gott, ist der süß. Tja, furchtbar. Das war so schrecklich. Ja. Ja, ne? Mein ganzes böses Ding war, ne? Flutscht.